Hallo und willkommen zu meinem nächsten FIFA 19 Video. Mal wieder an einem Montag und das heißt wieder Pack-Opening-Zeit. Ich habe auch schon wieder 16 Packs für euch. Ich zeige euch mal schnell durchlaufen. Natürlich hier ein paar schlechte Sets, ein paar gute Sets. Und wieder ein paar Champions League Packs, denn es gab ja mal wieder Champions League Sachen. Und ich denke mal, wir machen die 5K Packs und dann die Champions League Packs. Also wir ziehen bis hierhin und dann Champions League Packs und dann das Gute zum Schluss. Und natürlich, wenn es euch heute wieder gefällt, gerne wieder kommentieren, gerne wieder ein Like da lassen. Und ich hoffe auf eine Menge Pack-Luck und ein paar High-Rated-Spieler, weil wir wollen ja auch wieder demnächst SBCs machen können und abschließen können. Und deswegen wollen wir natürlich gute Sachen ziehen und hoffentlich viel Erfolg haben. So, das war das erste Pack, das war noch nicht so überragend. Und ja, vielleicht. Vielleicht wird es ja nochmal gut heute. Mal gucken. Wir haben ja auf jeden Fall noch gute Sets, die wir ziehen können. Aber natürlich die 5K-Packs, die sind jetzt nicht so gut. Aber wir wissen ja auch, für Top-Partien muss man manchmal nur schlechte Spieler abgeben. Also reicht es auch, wenn wir ein paar Schlechtes ziehen und die dann abgeben können. So, alles wieder wie gehabt. Das war auch nicht so gut. Ich hoffe, heute geht's zügig voran. Ihr wisst es ja. Im letzten Opening hat es ein bisschen länger gedauert, ein bisschen mehr Packs. Und jetzt hier. Ein glänzender Spieler, eine Wall, das ist sehr gut. Griechenland, Innenverteidigung, das ist der von Arsenal, der Sokratis, das ist schon mal top, denn er hat ein 84er Rating, den kann man natürlich gut gebrauchen, um einige, ja, Teams, denn meistens ist er auf 83er, 84er Bewertung bei den Partien gefragt, wo man den abgeben muss, und deswegen ist der super und gut, und das war halt noch eins der schlechteren Sets, das heißt, Hoffnung ist da. Auf eine gute Karte. Haben wir noch irgendwas mit Silber? Ansonsten da noch kleine. Okay, wir machen erstmal die kleinen, damit die weg sind. Und dann kommt Champions League. Weil ich will die halt gerne erstmal wegmachen. Natürlich können da auch gute Karten drin sein, aber Champions League ist nun mal ein Stückchen geiler. Es wird ja auf jeden Fall eine seltene Goldkarte, das ist ja fast schon klar. Ist aber nur ein Dos Santos, also jetzt nichts überragend krasses. Aber. Wir nehmen natürlich immer alles gerne mit und na, wir haben drei Spieler doppelt. Und dann müsste jetzt ein Pack kommen mit sechs seltenen Karten. Richtig, ist da denn ja mindestens fünf Gold. Okay, es kann auch eine silberne drin sein. Wir schauen mal. Vielleicht wird es ja trotzdem was ganz Cooles. Wäre schön, wenn nochmal irgendwas Specialiges rausgezogen wird. Ne, denn Inform ziehen wäre auch gut, weil ja, wir wollen ja auch noch irgendwann wieder neue Aufgaben machen, wo man auch Informs ziehen kann. Informs ziehen kann. Nein, Informs braucht. So. Kleine Versprecher am Rande. Macht ja nichts. So. Wollen wir direkt zu den Champions League Pack gehen? Ich denke mal, ne? Wir haben da welche. Okay, einmal selten. Aber hier steht dreimal. Ich verstehe das nicht. Die sind irgendwie falsch beschriftet. Oder ich bin einfach zu doof, um das zu lesen. Und Abfahrt. Da ist auf jeden Fall definitiv eine Wall drin. Und wenn es lange lädt. Wobei mich das immer irgendwie trollt und triggert, weil ich nicht weiß, wann es lange geladen hat. Dann wird es ein Walkout. Und das wird natürlich eine richtig schlechte Karte. Richtig geile Karte, richtig schlecht. Läuft. Den kann man nicht gebrauchen. Also doch zum Abgeben, wenn nochmal irgendwelche Champions League Sachen kommen. Aber ansonsten nicht so gut. Belgische und niederländische Liga war es. Und einmal Origi, den ich aber schon im Verein habe. Und dann das zweite davon. Die waren ja mal geil. Ich habe ja mal Matic und Casemiro in der Champions League Version gezogen. Aber bisher die letzten, die waren jetzt nicht so krank. Das ist dann wieder. Okay, ich wollte schon sagen, nein, das ist der von Ajax, der Tadic. Es ist ein 81er, der ist auch nicht so gut. Nee. Gefällt mir jetzt nicht so krass. Dahu und Jansen. Okay, die Packs waren jetzt nicht so gut. Zum Glück habe ich die nicht zum Schluss gezogen, sonst wäre es traurig gewesen. Dann haben wir 7 halber, dann haben wir so eins. So, was haben wir hier? Das haben wir. Die 15K-Packs können wir ziehen. Oder erstmal das. Nichts jetzt. Okay, wir machen erstmal die 15K-Packs. Auch im Champions League Design. Die haben wir jetzt wegen den ganzen Team of the Group Stage, was man ziehen kann. Oder, nee, Team of the Tournament, genau. Kann man ja jetzt diese Packs ziehen in diesem Design. Genau. Group Stage müsste schon vorher gewesen sein. Ich habe mich nur gerade vertan. Genau, so, weil Group Stage ist ja schon lange vorbei. Wir sind ja schon jetzt im Halbfinale. Also von daher wäre traurig, wenn jetzt die Gruppenphase erst vorbei wäre. Was haben wir denn noch hier, was wir abstoßen könnten?
Und zwei Doppelte. Das Trikot sieht ganz interessant aus, aber ich stoße trotzdem ab, weil ich habe meine Trikots und immer wechseln ist blöd. So, das irritiert nur. Dann das nächste 15K-Pack. Ja, die Zeit. Ihr wisst es ja, meine Pack-Openings sind eigentlich immer kompakt gehalten. Nie länger als. Ja, meistens nie länger als 10 Minuten, außer ich habe mal viele Packs. Aber mal gucken. Ja, Almiron, der war mal in der Major League. Jetzt spielt der für Newcastle in der Premier League, wenn das richtig ist. Die spielen auch in der Premier League. Ja, erste englische Liga. Genau. Und ansonsten tue ich aus Versehen die Verträge falsch zuordnen. Das war natürlich blöd. Die will ich ja nicht abstoßen. Ich mache das mal kurz, sonst sind die gleich aus Versehen abgestoßen. Die zwei Verträge, weil die verkaufe ich ein bisschen. Ein bisschen Coins generieren muss ja sein und die sind hier vorne. Man merkt das schon, dass ich mal wieder zu einer sehr späten Zeit aufnehme. Die Konzentration ist mal wieder bescheiden. Dann haben wir noch 1000 Münzen. Zwei Spieler für die Transferliste. Also bisher außer Sokrates haben wir jetzt nichts Krasses gezogen. Das ist natürlich traurig, aber die guten Packs kommen ja noch. Megasets und so. Und ich weiß auch nicht, was wir noch sonst so haben. So. Dann. Nächste 15K-Pack. Dritte von drei. Und kommt da jetzt mal wieder was Gutes? Ne, es kommt mal wieder nichts Gutes. LM. Alles klar. Okay. Aber immer in Premier League. Denn die sind ja aufgestiegen. Und deswegen sind die jetzt in der Premier League. So. So, jetzt aber richtig zusortieren. Zwei doppelte Objekte werden angezeigt. Es ist immer ätzend hier so sowas zu machen, ne? Die alles zuzuordnen. Okay, das passt so. Das ist das Wappen, was ich habe. Ja, ich habe am Anfang das Wappen bekommen und habe es nicht mehr geändert, weil warum soll ich das Wappen ändern? Das juckt mich nicht. Das heißt, wir können es abstoßen. Liste ist halb gefüllt. Passt, läuft und hat Luft. Ich kriege ja bestimmt noch einiges an doppelten Spielern. So, was haben wir denn sonst hier noch? Die können wir ja hier gleich ziehen. Das Silber drin. Okay, machen wir die zuerst. Ist das ist mit Golden, ne? Ja. Dann machen wir erstmal die zwei hier und hoffen auf eine gute Karte. Wenigstens eine Wall nochmal. Das wäre krass. Das wäre geil und schön. Mal gucken, ob da eine rauskommt. Nein. Okay. Tevez. Ja, der hat total abgebaut. Aber vielleicht irgendwann bekommt er eine Icon. Ich weiß nicht. Ich vermute es mal. Ne? Der war ja schon krass. Aber ob es für eine Icon reicht, weiß ich nicht. Aber er ist ja noch aktiv, also von daher müssen wir da noch nicht drüber diskutieren. Und jetzt kommt aber hoffentlich eine Wall. Das hat nämlich jetzt, glaube ich, lange geladen. Ja, es ist gut. Es ist Brasilien, Torwart. Es ist der Alisson von Liverpool, 87er. Das ist ein Walkout. Das ist gut. Das ist schön. Und gefällt mir so. Und was ist dahinter? Vielleicht, eventuell kann man nicht den sogar gebrauchen, um ein Team, um irgendjemanden, den ich noch haben will, von den Spielern, die rausgekommen sind, abzugeben. Genau. Ich guck mal, was dahinter ist. Walkout ist vorbei. Ich war nur gerade am Überlegen, welcher Spieler mir noch fehlt, welcher SPC ich noch machen muss. Ansonsten jetzt nichts Krasses, weil auch hier Silber drin ist. Aber wenigstens wieder mal ein Walkout. Jetzt wäre natürlich noch ein Inform schön oder ein anderes Special Card, aber ich will halt, das wäre einfach zu krass, wenn ich so eine Karte aus diesem Team of the Tournament ziehen könnte, aber bei meinem Glück glaube ich nicht dran. Es wird auf jeden Fall wieder eine Wall, nicht? Ja, genau. Denn das Pack Luck ist mir nicht vergönnt. Ja, ein ehemaliger Freiburger ist das. Der hat auch mal bei Arsenal gespielt, genau bei Arsenal. Eggestein und Co. So, und dann haben wir das auch alles erledigt. Auf die Transferliste, dann kommt dieses Set und dann die zwei Megasets. Und dann ist das Pack-Opening schon wieder vorbei und wir sind doch dann über 10 Minuten, weil, ja, ich zu lange gebraucht habe heute. Ausnahmsweise mal ein bisschen länger gebraucht. Aber ihr wisst ja, meistens so zwischen 8 und 11 Minuten. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und ich bekomme einen schönen Like von euch, weil jeder Like, jeder Kommentar unterstützt mich und dann können wir auch in Zukunft wieder geile Videos machen. Und genau. Jetzt die letzten beiden Packs. Spannung geht hoch, Spannung steigt und ich hoffe so sehr, dass es nochmal eine gute Karte wird. Wenigstens nochmal eine Wall. Nein. Also heute bleibt das Pack-Luck weg. Aber das ist meistens so,
wenn ich in einer Folge nicht so viel Packlack habe, das heißt in der nächsten Folge, rastet dann meine Packlack wieder aus. Was für ein cooles Deutsch. Rastet mein Packlack wieder aus. Genau, mein Packlack rastet dann wieder aus. Es eskaliert wieder. Maßlos. Und da war noch eine Scheißkarte, die ich abstoßen wollte, weil diese Positionsveränderung braucht man eigentlich fast nie. Abstoßen, 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 abstoßen. So, und dann das alles zum Verein. Und dann das auf die Transfer ist, das Abstoßen, das andere zum Verein. Genau, so ist die Reihenfolge richtig. Und jetzt das letzte Pack. Ich will mich schon mal mit der Wall verabschieden aus diesem Video. Das ist einfach nochmal ein schöneres und besseres Gefühl, mit einem guten Spieler zu verabschieden. Ja, das ist doch schön. Und es muss nur noch guter werden. Italien, ZM, Chelsea, das ist der Jorginho, Jorginho, wie auch immer Junge ausgesprochen wird. Und ansonsten, Stones, alles klar, okay. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das heißt, das war's. Vier Doppelte, da kann noch vielleicht eventuell was drinstecken. Das sortieren wir noch kurz und dann ist das Video auch schon wieder vorbei. Ja, ein paar gute Pulls, würde ich mal behaupten. Dezent, also. Nein, das Video ist nicht vorbei, denn. Achso, okay, das kann ich auch offscreen ziehen, das will keiner sehen. Das würde das Video nur unnötig in die Länge strecken. Ein Vertragsset. Das heißt, das Video ist doch vorbei. Wir packen das zum Verein. Bedanke mich fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.